Brüder und Schwestern, die Lesungen diesen Sonntags sind ein wenig bedrückend. Die erste Lesung aus dem Buch Jeremia stammt aus einer Zeit, wo der Prophet Jeremia wirkte, selbstverständlich, aber das Reich Israel ging schon den Bach runter. Die Könige, die eingesetzt waren, so auch diese, von dem wir heute hören, Zidkia, haben die Gebote Gottes nicht beachtet, das Volk nicht geachtet, der Feind stand vor der Tür, es ging alles den Bach runter. In der zweiten Lesung hören wir eine Mahnung aus dem Hebräerbrief, wo zuerst daran erinnert wird, dass uns viele vorangegangen sind. Aber dieser Brief ist auch in einer Situation verortet, wo schon einige den Glauben angenommen haben und einige werden bedrängt von den Römern in der Glaubensausübung. Damit sie Geschäfte machen können, müssen sie falschen Göttern huldigen, gewisse religiöse Praktiken vollziehen, damit es geht. Und viele fallen ab von ihrem Glauben. Und der Autor des Hebräerbriefes schreibt sehr eindrückliche Worte, wenn er die Gemeinde mahnt. Und auch das Evangelium ist ein bisschen verwirrend. Es ist keine frohe Botschaft, die wir heute hören, sondern eher eine große Mahnung und Warnung. Und dass Jesus nicht Friede bringen wird auf die Erde, sondern Zwietracht und Spaltung, das sind echt Worte, die man nicht unbedingt gerne hört. Bei dem Propheten Jeremia ist es auch interessant hinzuschauen, auf die Lesung, die wir gehört haben. Da gibt es einige Beamten des Königs, das sind Juden, die zu seinem Volk gehören, und die raten dem König, du töte ihn, weil das, was er sagt, also Jeremia war ein Prophet, der nur Unheil verkündet hat, weil die Leute nicht auf das Wort Gottes gehört haben. Er hat gemahnt, nichts ist passiert, und dann hat er einfach die Konsequenzen aufgezeichnet. Und solches Unheil hat er auch diesem König und den Beamten und dem ganzen Volk angekündigt, dass der Feind kommen wird und alles zerstören wird, was sie sich aufgebaut haben. Und diese Beamten raten dem König, du schaff ihn weg, weil der macht schlechte Stimmung, vielleicht schaffen wir das noch mit den Feinden, aber mit seinem Typen, der da immer nur jammert und mault, geht das nicht. Also die Moral des Volkes geht den Bach runter, wenn du ihn da weitermachen lässt. Und der König, das ist bezeichnend für den Zidkia, ist so wie eine Fahne auf dem Wind, stimmt diesen Beamten zu, ja gut, in die Zisterne mit ihm, zum Sterben. Und dann kommt ein anderer, der Ebed-Melech, ein Diener des Königs, und er sagt dem König das Gegensätzige. Er sagt, also du, das ist ein Prophet des Herrn, den du da in die Zisterne gesteckt hast. Hol ihn raus, sonst stirbt er. Und der König, so wie er ist, lässt ihn rausholen. Bezeichnend ist, das ist auch für uns in Europa sehr bezeichnend und vielleicht auch ein prophetisches Wort, dass alle aus dem Volk des Propheten Jeremia, alle Juden wollten seinen Untergang. Und der Ebed-Melech, der ihn rettet, ist ein Ägypter. Er ist kein Jude, er ist ein Ausländer. Aber das ist nur so am Rande eine Bemerkung. Warum hält dieser Prophet an seiner Unheilsbotschaft? Warum hält er daran fest, das zu verkünden, dass alles den Bach runtergehen wird? Der Grund ist ganz einfach, weil das sein Auftrag ist. Und dieser Prophet sagt es zwar nicht, aber wenn man die ganze Bibel liest und das in den Kontext stellt, wird es klar, dass das Unheil, das dieses Volk in dieser Zeit erwartet, nicht das Ende ist.
Umso deutlicher wird es, wenn man dann die zweite Lesung liest aus dem Hebräerbrief, wo der Autor zuerst, also im vorgehenden Kapitel, daran erinnert, wer Mose war, Abraham und die ganzen großen Gestalten des Alten Testaments. Und so beginnt er das 12. Kapitel. Darum wollen wir auch wir, die wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde abwerfen, die uns so leicht umstrickt. Und da geht es um einen Wettkampf des Glaubens im Hebräerbrief. Darum, dass Jesus sich davon nicht gescheut hat, die Schmach des Kreuzes auf sich zu nehmen. Also das war der schändlichste Tod im Römerreich, den es geben konnte. Und auch für die, also der Autor mahnt die Leser oder Zuhörer vom Hebräerbrief, die schon an der Kippe sind, vom Glauben abzufallen, weil es schmählich ist, Christus nachzufolgen in dieser Umgebung, weil sie ausgeschlossen werden aus der Gesellschaft, aus dem sozialen Leben, aus dem wirtschaftlichen Leben. Und er sagt, schaut auf Christus, der wurde auch ausgeschlossen, ausgestoßen. Und er hat sich nicht gescheut, diese Schmach des Kreuzes, das Schlimme auf sich zu nehmen. Und er ist derjenige, der uns vorangeht im Glauben, der uns zeigt, wie wir glauben sollen. Also da wird schon deutlicher, worum es geht. Und im Evangelium spitzt sich das noch einmal zu. Es ist schön, weil die Lesungen heute wirklich so aufeinander ein bisschen aufbauen. Wo Jesus sagt, dass er gekommen ist, und zwei Dinge sind wichtig. Er möchte, dass Feuer auf die Erde geworfen wird und dass sich die Taufe, die er empfangen soll, hat, vollenden soll. Also mit dem Feuer, das den Jesus hier meint, ist selbstverständlich der Heilige Geist gemeint. Er möchte, dass der Heilige Geist kommt und diese Erde verändert. Er sehnt sich danach, mit seinem ganzen Sein. Und die Vollendung der Taufe, von der Jesus spricht, also er meint die Taufe, die er selber empfangen hat, am Jordan, vom Johannes dem Täufer, die Vollendung der Taufe, das ist sein Tod, seine Auferstehung von den Toten. Das ist, wonach sich Jesus sehnt. Und er ist derjenige, der deswegen auch nicht unbedingt den Frieden auf die Erde bringt, sondern etwas anderes. Wenn man genau schaut auf dieses Evangelium, mahnt es eigentlich vor falschen Gottesbildern. Es ist an Menschen gerichtet, die ihre Vorstellungen davon haben, wie der Messias zu sein hat. Das Naheliegendste in dieser Zeit ist, dass der Messias klar die Juden von den Römern befreien wird. Dass ein ewiges Reich kommen wird. Also im deutschen Sprachraum klingt das schon was an mit dem ewigen Reich, tausendjähriges Reich. Und Jesus ist einer, der an vielen Stellen in den Evangelien, in den Berichten, die wir kennen, das überhaupt nicht beachtet. Ihm ist es wirklich egal, was die Leute sich von ihm erwarten. Er ist nicht derjenige, der Frieden zwischen den Nationen stiften wird. Er ist es nicht. Er ist es auch nicht derjenige, der da irgendwas Großes aufbauen wird. Das ist Jesus nicht. Seine einzige Aufgabe auf dieser Erde ist, die Schmach des Kreuzes, diesen schändlichen Tod auf sich zu nehmen, uns zu erlösen, von den Toten aufzuerstehen und an der Rechten des Vaters zu sitzen. Warum spricht Jesus diese Worte von der Entzweiung und Spaltung noch dazu? Das sind keine angenehmen Dinge. Also
Man könnte sich denken, ja, wenn du in deiner Familie oder deinem Freundeskreis sich dazu bekennst, dass du Christin bist, dann wird es nur Spaltung geben. Manchmal ist es so, aber das ist nur zugespitzt gesagt, damit eines deutlich wird, dass das, was mit Jesus kommt, nicht deine Erwartungen erfüllen soll, sondern etwas anderes bewirkt. Und was wird deutlich, wenn man noch einmal auf die zweite Lesung schaut? Es geht darum, also ganz am Ende steht so ein Satz, der echt anstrengend ist: Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet. Das ist wieder einmal zugespitzt gesagt und es geht um eine einfache Tatsache. Wir sollen auf das Wort Gottes hören und es befolgen. Punkt. Kein Wenn und Aber. Auch wenn es bedeuten sollte, dass du davon bluten wirst, dass es schwer sein wird, wie dem Propheten Jeremia, dass er das vielleicht mit seinem Leben bezahlen muss. Oder wie es Jesus selber sagt in der Familie, dass da Zwietracht und Entzweiung herrscht. Aber nicht, damit wir diese Zwietracht und Entzweiung leben, damit Schlimmes um uns immer passiert. Es geht um deine Entscheidung, ob du Gott folgen möchtest oder nicht. Und von dieser Entscheidung hält alles ab. Weil du bist derjenige und diejenige, die den Frieden in diese Welt bringen kann, die Reiche aufbauen kann, Königreiche, Staaten, Gemeinden, die dauern, die Schlechtes überdauern, die Gutes in diese Welt bringen. Wir sind dazu berufen, Kranke zu heilen, Trost zu spenden, Dinge zu tun, die gut sind. Und so rückt Jesus unsere Gottesbilder ins rechte Licht. Weil wir sollen, also Wunder sollen wir immer erhoffen und wir dürfen sie erwarten. Es passieren auch heute Wunder und gar nicht so wenige. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, darauf zu hoffen, dass Gott irgendetwas für dich tut, für mich tut. Sondern unsere Aufgabe ist, sich für Christus zu entscheiden und aus dieser Entscheidung heraus zu leben. So stellt sich die Frage, bist du bereit, so eine Entscheidung zu treffen? Und das ist nicht eine Entscheidung, die du einmal treffen kannst. Also können tust du es einmal, aber wenn sie halten soll, musst du sie jeden Tag erneuern, diese Entscheidung. Ja, ich möchte Christus folgen und sich nicht davor sträuben, dass es vielleicht anstrengend wird, vielleicht schmählich oder irgendwie nicht angenehm, sondern das vor Augen zu haben, was Christus vor Augen hat. Die Vollendung, die Erlösung, den Himmel. Und das ist keine billige Vertröstung auf etwas, das dich erwarten wird, wenn du den Lauf vollendet hast, sondern das ist der Weg, den Christus aufzeichnet. Er ist der Anführer im Glauben. Das ist ein bisschen ein seltsames Wort im Deutschen, aber er führt an. Er geht an der Spitze voran. Er zeigt uns, wie das geht, wie das gelingen kann, diese Botschaft anzunehmen, sie in unserem Leben Fleisch werden zu lassen oder annehmen zu lassen und daraus all die Erwartungen, die die Menschheit hat, die Sehnsüchte, die sie hat, zu stillen. Und noch einmal, wie gesagt, um den Frieden in dieser Welt zu stiften und all diese guten Dinge zu tun, die wir sehr oft auf Gott projizieren, sind wir vor allem berufen. Wenn wir uns dafür entscheiden, Christus zu folgen.
So möchte ich euch ermutigen, heute und jeden Tag aufs Neue diese Entscheidung zu erneuern, das eigene Leben ihm hinzugeben, damit es Frucht bringt, nicht nur für dich, sondern für die Menschen um dich herum, mit deinen bescheidenen oder weniger bescheidenen Mitteln. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist deine Entscheidung.